So, und habt ihr euch entschieden? A, B oder C? Ha? Natürlich. Also wenn man die ganzen meisten Medien schauen kann, ne? YouTube, Newspapers und Online-Zeitungen und Satire-Magazinen und, dann herrscht ja immer das schöne Klischee, der faule Ossi. Der muss ja auch blöd sein, weil er ist ja Nazi. Ne? Weil wie kann man sich denn sonst 20% im Osten erklären? Ne? Ja, und C, das ist unwahrscheinlich mit der Wende, oder? Ja, Betreiben wir mal ein klein wenig Geschichtskunde. Wisst ihr, ich liebe Geschichte. Geschichte ist was Tolles. Sie wird zwar immer ein bisschen narrativ und mäßig angepasst an den jeweiligen Regierungszeiten, aber im Großen und Ganzen kann man eine Menge rauslesen. Und für die Jüngeren unter euch und für die alten Säcke, die schon wieder ein bisschen Demenz haben, ja, also ich zum Beispiel habe Digitaldemenz, ich weiß ja nicht, was für psychische Krankheiten ihr leidet, aber kann ja sein, ne? Für all diejenigen und für den normalen geneigten Zuhörer ein klein wenig Geschichtskunde. Der Zweite Weltkrieg ist vorbei. Deutschland hat verloren. Ne? Wurde zweigeteilt. Ne? Nach dem Narrativum der meisten Medien, vor allem Satire-Magazine, bekam der Westen die tollen, intelligenten und fleißigen Bürger, denen ging es ja dann auch immer besser danach, ja, als Besatzungsmacht unter den Siegermächten. Und der Osten wurde der UdSSR angeschlossen. Ne? Ja, und nannte sich fortan DDR. So weit, so gut. Dann kam der Kalte Krieg. Ne? Wir hatten dann schön die Mauer in Berlin. Und auch sonst hatten sie einen Maschendrahtzaun mit Stacheln obendrauf. Und die armen Insassen, die haben sogar selber freiwillig an der Grenze Dienst geschoben, nicht um die Leute aus dem Westen abzuhalten, nach der DDR zu kommen, denn das wollte keiner, sondern um die eigenen Insassen dazu zu bringen, dass sie da bleiben. Ja. Und diese Grenze war natürlich absolut komplett strikt, aber sowas von. Ja. Und dann ging es so richtig schön aufwärts. Die 60er kamen, die Wirtschaftswunderjahre. In den 70ern, den Leuten ging es gut. Selbst der einfachere Mann und die einfache Frau konnte sich endlich mal einen Kühlschrank leisten. Ja, liebe Leute, es gab tatsächlich noch Zeiten, da war ein Kühlschrank Luxus. Ja? Von Haartrockner, Geschirrspüler, Staubsauger und so weiter oder tolle Kinderwagen, ganz zu schweigen. Ja, selbst die Einfachen konnten sich das leisten. Und sie bekamen richtig gute, günstige Ware. Ja, es wusste keiner woher, es waren so tolle Marken wie Privileg zum Beispiel. Ne? Es gab damals auch den Vorläufer des Online-Shops, ne? Das nannte sich dann Katalog bestellen. Man hatte dann so einen dicken Wälzer von Otto, Neckermann und wie sie alle hießen, Quelle und so. Ne? Ja. Und da konnte man super Sachen bestellen. Was die im Westen nicht wussten, außer natürlich die Politiker, zumindest die christlichen, faschistischen, ja, war, die ganzen Waren kamen aus der DDR. Ja, die angeblich ach so faulen Ossis und die ja so blöd sind und Nazis sind, ja, die haben Firmen aus dem Boden gestampft, ja, und haben Kühlschränke und alles hergestellt, auch Kinderwagen, ne, nicht zu vergessen. Die faulen Ossis waren, wie man im Laufe der Zeit festgestellt hat, der Wirtschaftsmotor der ganzen verdammten Sowjetunion. Die faulen Ossis, das muss man sich mal reinziehen, die faulen Ossis, ne? Waren vermutlich doch nicht so faul und doch nicht so blöd. Ne? Ja. Es gab dann auch in den 80ern so was Lustigem, also so Ende 70er, Anfang 80er, die DDR ging ein bisschen pleite. Und die DDR war, wie leider diverse Banken bei uns auch, too big to fail. Ne? Mit anderen Worten, die BRD war auf die DDR angewiesen, ja, auf die ganzen Güter, ne? Weil die waren ja billig, weil die Ostmark war ja weniger wert als die D-Mark damals. Ne? Das waren andere Währungen, Kinder, ich weiß, heute ist Euro. Aber davor hatte jedes Land eine eigene Währung. Ne? Das ist so, wie wenn er nach Amerika reist, da kriegt er auch einen Dollar. Genau. So, und das nannte man damals D-Mark für die deutsche Mark des Westens und die Ostmark. Und die Ostmark war weniger wert. Und weil das Ganze too big to fail war, weil wir brauchten ja die Waren,
hat der kleine Dicke, ja, das ist der hier, ja, nicht sein Namensvetter gespielt, den Kopf in den Sand gesteckt. Nein, der hat mal dafür gesorgt, dass über 1 Milliarde in den Osten geschoben wurde. Weil so lückenhaft, so lückenlos war dann die Grenze doch nicht. Ne? Nein. Für Geld fand sich immer ein Weg und für Waren auch. Ne? Nur für Menschen. Das war ein bisschen schwieriger. Ja. Aber davon haben die übrigens mehrere Jahre gewirtschaftet, weil die wussten doch, wie man mit Geld umgeht. Nicht so wie der Westen. Ja, ja wie, was? Wir verschwenden doch keine Steuergelder. Ach nee. Wie war das mit dem Scheuer und der fast 2 Milliarden in den Sand gesetzt hat für eine Autobahnreform, die von Anfang an klar war, dass sie scheitert? 2 Milliarden. Also, wenn ich in der Firma irgendwo nur 100 Franken klaue, ja, Entschuldigung, 100 Euro, ja, dann werde ich gekündigt. Aber ja, nein. Wir bezahlen ihm immer noch Geld. Und später dann auch Rente. Cool, oder? Schlau. Ja, jedenfalls zu Big to Fail. Die bekamen also das Geld und sie konnten damit lange wirtschaften. Dann kam die Ende 80er Jahre. Und der Geist der Freiheit wehte ein klein wenig. Was auch damit zu tun hatte, dass der Regen damals das Wettrüsten gegen die Sowjetunion losgelegt hat und gewonnen hat. Die Sowjetunion war pleite. Ne? Da konnte auch ein Wirtschaftsmotor nicht mehr helfen. Vor allem, weil viele der Fabriken waren natürlich sanierungsbedürftig, ist ja klar. Solides Material, gute Sachen, aber naja, es ist halt in die Jahre gekommen und war da kein Geld da. Und so kam es, dass der 1989 unter der Führung des korrupten Dicken, diesmal der große Dicke, ja, und ja, er war korrupt, über 2 Millionen, ne? Nur so nebenbei. Aber er war ein Ehrenmann. Der Pate ist stolz auf ihn gewesen, denn er hat nie verraten, von wem er die über 2 Millionen bekommen hat. Und das war nur das Geld, von dem wir wussten. Ne? Ja, jedenfalls unter der Leitung des korrupten Dicken wurde dann etwas Unmögliches, also etwas unmöglich Scheinendes in die Wege geleitet. Die Bundesregierung konnte arbeiten. Und innerhalb von nur 2 Jahren haben sie es geschafft, dass man alles öffnen konnte und die DDR übernehmen konnte. Toll. Ja. Weil das war nämlich wichtig, weil der kleine Dicke wollte eben von seiner Korruption ablenken und lieber als Kanzler der Einheit, als der überführteste, korrupteste Kanzler der Bundesregierung in die Annalen einzugehen. Ne? Naja. Jedenfalls, dann kam dann die Bundesregierung und hat gesagt, ja, wir müssen dem Osten ja helfen, dem geht es ja nicht so gut. Ja. Und dann haben sie das gemacht, was sie am besten können, nämlich eure Steuergelder nehmen, ja, und unser aller Steuergelder nehmen und sie irgendwelchen Leuten in den Arsch zu schieben, die wissen, wie man aus Kleinvieh noch viel mehr Geld macht. Ja. Das nennt sich Subventionen. Ja? Und dann sind die westlichen Unternehmer dann gestützt von der Regierung mit viel Arsch im Portemonnaie, mit viel Geld am Arsch, ne? Im Portemonnaie, so rum, Verzeihung, ja? Sind die also alle schnurstracks aus dem Osten. Und ihnen wurde ganz schnell was klar, die da drüben hatten keine Ahnung von Franchisen, keine Ahnung von Merchandising. Also Franchising, Merchandising und sie hatten keine Ahnung von Bescheising. Genau. Ja, fantastisch. Und da wurden einige Fabriken, die eigentlich, wie gesagt, nur einfach ein bisschen sanierungsbedürftig waren, aber eine solide Basis hatten, die wurden mal eingestampft. Zu dem Zeitpunkt gab es zum Beispiel da drüben eine der topmodernsten Kühlschränke in der Entwicklung. Ja. Der war schon angeleiert in der Produktion. Also ökologisch, ökonomisch, fantastisch. Ja, wurde alles eingestampft. Mit dem Versprechen, wir bauen es wieder auf. Ja, aber das mit dem Aufbau hat dann irgendwie nicht so ganz geklappt. Ne? Also die Innenstädte, da hat man geschafft und die Denkmäler, da hat man ziemlich viele Millionen reingebuttert. Ja, das sieht auch doll aus. Aber was den Rest angeht, ja, keiner weiß warum, aber
Das mit der Wirtschaft hat da drüben nicht funktioniert. Ja, die sind halt faul, ne? Und weil es denen da drüben so gut ging, ja, konnte man etwas Lustiges in der Statistik beobachten. Ja, ja, ich weiß, man soll Statistiken und so weiter, man solle nur der trauen, die man selber gefälscht hat. Ja, ist klar. Aber guck doch mal, 1989 hatte die DDR so viel Einwohner. Und im Jahre 2022 hatten sie so viel Einwohner. Also über 4 Millionen haben in den letzten 30 Jahren die DDR verlassen. Und nach drüben wollte natürlich keiner. Ne? Nach drüben willst du nicht. Ne? Nee, du willst rüber. Ja, schlau, oder? Ne? So gut geht's denen da drüben. Und die Arbeitslosigkeit da drüben ist auch am höchsten. Höher als bei uns. Ja, die sind zu faul. Ne? Man müsste halt mal richtig nach Arbeit gucken. Ne? Könnte auch vielleicht daran liegen, dass es gar keine gibt. Ne? Ja. Und jetzt sind diese Menschen da drüben seit der Wende am Arsch. Die Klugen und diejenigen, die es klug genug waren, die Sachlage zu überblicken und es auch konnten, weil nicht jeder konnte, viele haben ja auch Familie und so weiter. Ne? Aber alle Klugen und Leute, die was richtig drauf hatten und die konnten, verließen den Osten. Zurück blieben die Älteren, die Kränkeren, diejenigen, die gar nicht anders konnten, weil sie einfach vom Familienumstände und so weiter gar nicht konnten. All diese Menschen wurden seit der Wende verarscht. Ne? Und dann wundern sich die Politiker tatsächlich, warum ist denn die AfD da drüben so beliebt? Ja, liebe Politiker, ich werde euch mal versuchen, die Demokratie zu erklären. In der Demokratie wählt man Parteien, jedenfalls in Deutschland, ja, wählt man Parteien und die stärkste wird Regierungsmacht. Naja, mehr oder weniger. Und wenn man jetzt als Wähler, ja, weiß, dass die aktuelle Regierung und die ehemalige Regierung einen seit Jahrzehnten verarscht, und dafür sorgt, dass es einem schlechter geht, gut, das sorgen sie bei uns auch, aber langsamer, ja, dann kann man eigentlich nur noch Protestwahlen machen. Ja. Ich würde mal sagen, 10% der Bevölkerung sind anfällig für rechtes Gedankengut. Ja. Mal mehr, mal weniger, das variiert, ja. Und natürlich hängt das auch ein bisschen damit zusammen, wie ist die ganze Umgebung. Ja? Manche sind dann auch gezwungene rechts, ne? Wie unter der Nazi-Regierung. Aber die da drüben haben über 20%. Könnte es vielleicht sein, dass 10% da drüben einfach die Schnauze voll von euch verdammten korrupten Drecksäcken hat, die ihr momentan an der Spitze seid und seit 30 Jahren. Und ich meine sowohl den Scholz, ja, der alles vergisst, vor allem Wirecard und alle anderen Sachen, ja, der all sowas vergisst, ne? Und die Vorgängerregierung, ne? Die Angela, die hat es ja gemerkelt. Wir müssen in dieser Frage zusammenstehen und eine gemeinsame Lösung finden. Wir haben sie gefunden, wir bescheißen den Osten und werden dabei reich. Ja, denn Wachstum ist für alle da, das ist wichtig, außer für den Osten. Wir brauchen freie Marktwirtschaft, aber die haben eh kein Geld, also machen wir es für den Rest der Welt. Ja. Ne? Also könnte es vielleicht damit zusammenhängen? Vermutlich? Nein, das war doch nur Spaß. Kann gar nicht zusammenhängen. Leute, jetzt sagen sich einige vielleicht zu Recht, ja, steht er da und hat eine große Klappe, bla bla bla, und kritisiert, ja, das haben wir alle schon gehört, kritisieren. Wobei man sagen muss, man hat es nicht gehört, dass die Wende eigentlich mit hauptschuldig ist für den Aufstieg der AfD, meiner persönlichen Auffassung nach. Und wie wir gesehen haben, gibt es dafür berechtigte Gründe. Nein, ich meine, kann dieser Großfinanzer statt zu meckern auch was Besseres wissen? Ja, Leute, wisst ihr, als ich 16 war, das war 1991, ne? Da bin ich
in der Schweiz aufgewachsen, erstmal nach Konstanz und habe meine Lehre angefangen. Und ich kam dann auf das ganze Thema Ost-West, nicht nur weil natürlich, ne, den Aufbruch, den haben wir alle gespürt. Ja, Glasnost, Perestroika und dann so weiter. Ne, das haben wir alle mitgekriegt. Und wir hatten dann auch eine Lehrtochter bekommen, also für die Konditoreifachverkäuferin-Lehrling aus dem Osten. Und da habe ich mich mal eingehend mit dem Thema beschäftigt. War nicht ganz so einfach wie heutzutage. Heutzutage schmeißt du Google an. Nein, man musste ein bisschen lesen, man musste sich informieren, man musste in Archive gehen, um alte Zeitungen zu lesen. Ne? Ja, ja, das war eine Handarbeit. Nicht so schön wie heute, wo du das Handy vornimmst und googelst. Nee, nee. Aber ich bin dann nach kurzer Zeit draufgekommen. Ja, aber hätte ich es denn besser gemacht? Ja, hätte ich. Ich sage euch auch wie, und bis heute kann mir keiner das Gegenteil beweisen, dass es nicht stimmt. Also, ein klein wenig Ökonomie. Ja? Land A, wohlhabend, hohe Löhne. Land B, keine hohen Löhne. Ja? Billiglöhne und Währung schlechter als im Land A. Investitionen kommen logischerweise aus dem wohlhabenden Land, und zwar mit Freuden, weil günstigere Löhne, ne? Während man gleichzeitig im wohlhabenden Land die Produkte verkauft. Ne? H&M, Shein, der größte Dreck von allen und so weiter. Hm? So, ich als Diktator, jetzt rein hypothetisch, hätte die DDR als eigenständiges Land gelassen. Ich hätte gesagt, Grenzen auf. Ja, jeder darf hin und her reisen, aber ihr bekommt nicht nur die Verfassung von der Bundesregierung, ja, weil man muss zugeben, die Regierungsform der BRD ist, obwohl sie scheiße ist, immer noch besser als das, was die DDR hatte. Also wenn man nicht aus dem Osten stammt natürlich. Aber ja, und dann musste der Polizeiapparat ja auch angepasst werden, so. Aber offiziell besteht es immer noch als DDR und, jetzt ganz wichtig, sie behalten die Ostmark. Ja, was wäre passiert? Wie schon gesagt, die Unternehmen aus dem wohlhabenden Land, nämlich aus Westdeutschland, wären freiwillig in den Osten gegangen und hätten freiwillig ihr eigenes Portemonnaie aufgemacht und bezahlt. Und glaubt ihr, die hätten dann auch die ganzen Firmen, die noch zu retten gewesen wären, auch in den Sand gesetzt? Hm? Nachdem sie aus ihrem eigenen Geld Kapital eingeschossen haben. Wohl kaum. Ja? Und dann hätte man über die nächsten 20 Jahre hätte man langsam das Lohngefüge da drüben angepasst. Was automatisch passiert, zum Teil dadurch, dass die Wirtschaft da drüben ja floriert. Ja? Und im Gegensatz zu heute, wo die Leute kein Geld haben, aber volle Supermärkte, ja, hätten die Leute auch genügend Geld, um was einzukaufen aus den Supermärkten. Ja, die Wirtschaft wäre aufgegangen. Und nach 20 Jahren, wenn man einigermaßen angepasst wäre, dann hätte man die Grenzen komplett geöffnet und dann wären sich Ost und West auf Augenhöhe begegnet. Ja? Und will mir irgendeiner erzählen, dass daran etwas Falsches ist, an dem Gedankengang? Nein, aber es musste so schnell wie möglich, weil der korrupte Dicke, der musste als Kanzler der Einheit eingehen. Es gingen noch andere Faktoren, außer der korrupte Dicke zu... Nein, nein, gab auch andere Faktoren. Aber ja, mal ernsthaft, natürlich steht jetzt irgendwo festgeschrieben, dass man so schnell wie möglich versuchen soll, Deutschland wieder zu vereinigen. Ja, so schnell wie möglich heißt aber doch nicht so dumm wie möglich, oder? Ach so, es heißt so korrupt wie möglich. Ja, genau. Ich meine, Leute, ich war 16 und ich bin jetzt kein BWLer. Ja, also ich habe keine Idiotie und Bescheißen gelernt. Ja, ich bin kein Genie. Also, aber selbst ich habe kapiert, wie man es besser hätte machen können. Ja, und vermutlich, wenn ein paar klügere Leute als ich daran gegangen wären, die hätten vermutlich das, was ich genommen hätte und das auch vernünftig noch viel, viel besser ausgesetzt, dann wäre es vermutlich eine sehr gute Idee gewesen. Ne? Aber selbst meine Idee war schon besser als der Scheiß, der gelaufen ist. Und da fragen sich die Leute ernsthaft, warum die AfD gewählt wird da drüben. Ernsthaft.
Ich meine, logisch bin ich mit 16 raus. Wer will denn unter so einer bescheuerten Scheißregierung hin? Ich meine, in der Schweiz ist auch nicht alles Gold, was glänzt, ja? Aber wenigstens haben wir hier so etwas wie ein bisschen Demokratie. Und das Schöne ist, dass die Schweizer keine Leute mögen, die zu mächtig werden. Die werden gleich abgesägt. Ne? Du kannst bis zum gewissen Level steigen und danach musst du bleiben, ansonsten wirst du abgesägt. Garantiert. Die behindern sich, das ist super. Ja? Aber selbst ich mit 16, glaubst du ernsthaft, unter solchen Schwachköpfen, solchen blöden Idioten, die heute darüber nachdenken, ja, die christliche Partei, CDU, will im Osten mit den Affen für Deppenpartei zusammenarbeiten. Ich meine, wie verdammte Schwachmaten muss man sein? Was für verfluchte Vollhonks muss man sein? Ich meine, die haben doch nicht mehr alle an der Klatsche. Ja? Aber das trifft doch alle zu. Ich meine, nein, also echt, ich hab sowas von nicht. Ja, so an dieser Stelle. Ja, müssen wir einschreiten. Der hyperaktive Schwabe hat mal wieder seine Medikamente vergessen. Ist ein bisschen bedauerlich. Er hat ja gut gestartet, aber zum Schluss, den müssen wir wieder täubeln lassen, Herr Excusi. Den müssen wir sich austoben lassen, der kommt wieder runter. Nichtsdestotrotz müssen wir von der neutralen Redaktion doch festhalten, also es gibt da schon mehrere Punkte, die natürlich hineinspielen, warum das rechte Gesocks ein bisschen am Aufkommen ist, nicht wahr? Aber ich denke, gerade was den Osten angeht, von Deutschland, da könnte durchaus etwas dran sein. Wir bleiben dran und versuchen noch weitere Gründe zu eruieren. Und wir werden das demnächst dann wieder mal kundtun, denke ich. Genau. In diesem Sinne, wir wünschen Ihnen noch ein schönes Wochenende. Guten Tag, Ihr Herr Bünzli.